Ehrenamt im Krankenhaus, zuhören, einkaufen, da sein, das hört sich stressig an, ist für diese Frau aber eine Herzensangelegenheit. Ran an den Kürbis, unsere Kollegin Lena darf Aufbauhelferin für die Kürbisausstellung spielen, ob das wohl unfallfrei klappt. Und Europa zu Gast in Calw, wir zeigen Ihnen, wie viel es zu tun gibt rund um eine Faustball-EM der Frauen. Damit herzlich willkommen an diesem heißen Sommerdienstag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hier ist Ihr Journal von Regio TV. Was ist die Farbe Grün? Das ist doch klar, werden Sie jetzt denken. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Das passt auch soweit. Aber die Farbe Grün steht noch für viel mehr. Ein kleiner Tipp, es hat etwas mit Krankenhauskleidung und ehrenamtlicher Arbeit zu tun. Na, schon eine Idee? Wenn nicht, dann jetzt einfach zuschauen und zuhören. Melanie Fuchs hat vergangenen Mittwoch in der Ludwigsburger Klinik ihre Tochter Janina zur Welt gebracht. An Aufstehen und Besorgungen machen ist so kurz nach der Entbindung aber nicht zu denken. Wir sind heute noch etwas müde von der Anstrengung gestern, deswegen, ja, wenn man noch etwas müde im Bett liegt, ist es ganz lieb, wenn einem da jemand was holt. Und genau da kommt Gisela Schneider ins Spiel. Sie ist eine von 52 ehrenamtlichen Damen und Herren im Klinikum Ludwigsburg. Ihr Markenzeichen? Der grüne Kragen. Der kennzeichnet die 66-Jährige als Ansprechpartnerin für die Sonderwünsche der Patienten. Und die erfüllt sie regelmäßig jeden Donnerstag. Wir machen Besorgungen, wir singen mit den Patienten. Es gibt Patienten, die einfach dann sagen, singen Sie mir was vor oder so. Ja, also insofern, man braucht auch für diese ehrenamtliche Arbeit sehr viel Geduld. Diese Geduld stellt die Leiterin des Grünen Teams in Ludwigsburg bereits seit 20 Jahren unter Beweis. So kauft sie im Klinikladen für die Patienten ein, lädt am Automaten die Telefonkarte auf oder macht Besuche auf den Stationen. Es ist ein sehr liebevolles Angebot, es sind ganz, ganz nette Damen, die das machen und einfach auch eine Fürsorge, die jetzt durch den Wegfall der Hebammen zum Beispiel, was heute sehr schwierig ist, einfach so ein bisschen Liebe und Fürsorge gibt. Genau diese Liebe und Fürsorge hat Schneider früher vermisst, als sie selbst mit Wehen im Krankenbett lag. Da gab es auch noch keinen Besuchsdienst, muss man auch sagen. Und mein Mann konnte erst abends, also spät abends kommen, also hieß, dass er mir nie irgendwo was besorgen konnte. Insofern hat man dann auch gemerkt, wie, schlimm es eigentlich ist, wenn niemand da ist. Ja. Heute ist immer jemand für die Patienten da. Das begrüßt auch der Pflegedienst, denn der kann sein Personal nicht für jeden Sonderwunsch entbehren. Die Arbeit des grünen Teams ist für uns natürlich in der Pflege eine Riesenentlastung. Es ist tagsüber einfach auch so viel los. Die Pflegekräfte sind mit dem beschäftigt, was sie eigentlich machen müssen, wofür sie auch qualifiziert sind. Da bleibt natürlich wenig Zeit, sich mal jetzt eine halbe Stunde zum Patienten zu setzen, mit dem zu sprechen, kleinere Besorgungen im Kiosk zu erledigen. Gisela Schneider hat diese Zeit. Und die nimmt sie sich auch gerne für ihre Patienten. Also für mich persönlich ist es schon eine Freude, wenn ich einen Patienten mal ein bisschen lachen sehen kann. Ja? Mir macht das Ehrenamt sehr viel Freude, kann ich sagen, auch nach 20 Jahren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, das hat man bei ihr auch wirklich ganz deutlich in den Augen ablesen können. Ob unsere Kollegin Lena auch so viel Spaß am Helfen findet, ich weiß ja nicht. Immerhin müssen in Ludwigsburg 450.000 Kürbisse an die richtige Stelle gebracht werden, damit bei der Kürbisausstellung das alte Rom entsteht. Hört sich nach einem Knochenjob an und ich hoffe, die junge Kollegin ist schon fleißig am Werkeln. So, wie Sie sehen, bereite ich hier die Kürbisse vor für die Kürbisausstellung in Ludwigsburg, wo also mit einem Akkuschrauber ein Loch durch den Stiel fädelt ein Kabelbinder durch und danach wird es hier an den Hinkelstein gehängt. Aber wie das genau funktioniert, dafür hole ich mir jetzt jemanden, der sich damit auskennt. Gemeinsam mit Projektleiterin Alisa Ühle darf ich jetzt den Hinkelstein von Asterix und Obelix fertig behängen. Das Motto dieses Jahr ist nämlich Altes Rom. Auf was kommt es denn jetzt an,
dass ich das jetzt richtig hier anbinde? Eigentlich ganz leicht. Wir nehmen den Kabelbinder und ziehen den durch den Maschenplatzzaun durch. Und dann machen wir den Kabelbinder einfach zu. Und schon hängt der Kürbis. Okay, gut. Das dürfte ich doch hinkriegen, oder? Genau. Jetzt, bevor du durchziehst. Ja. Eines ist ganz wichtig, wir tun immer ansetzen, okay, in die nächste Reihe, sonst bringen wir nämlich nachher die Lücken nicht mehr zu. Okay, also gut, dann hier drüben. Genau. Das heißt, woher wisst ihr eigentlich, wo welcher Kürbis rankommt? Gibt es da irgendwie einen Plan? Oder? Also wir planen vorher natürlich schon. Wir versuchen möglichst naturgetreu in den Farben zu bleiben. Und wenn man jetzt die Kürbisse hier ranhängt, das kriegt man einfach ins Gefühl, wo welcher Kürbis durchgefädelt werden muss. Na, zum Glück haben die Mitarbeiter schon Vorarbeit geleistet. Denn an dieser Figur hängen rund 1000 Kürbisse. Sonst würde das Behängen anstatt 3 Stunden bei mir 3 Tage dauern. Man kommt hier schon richtig ins Schwitzen, ne? Gut, dann sind wir hier fertig, ne? Sehr schön sieht's aus. Also es war auf jeden Fall anstrengend, aber wenn man mal den Dreh raus hat mit dem Durchfädeln, dann hat es auch auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und ich sehe, hier sind noch ein paar andere Figuren. Ich würde sagen, ab zur nächsten, oder? Gehen wir. Gut. Klar, es soll ja bis Donnerstag alles fertig sein und bis dahin können auch Sie den Profis beim Aufbau noch über die Schulter schauen. Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben. Dem Tatverdächtigen wird versuchter Mord in 28 Fällen vorgeworfen. Der 28-Jährige wurde 10 Tage nach der Tat in Rottenburg im Landkreis Tübingen verhaftet. Er soll aus Habgier gehandelt haben. Laut Anklage hat er auf große Kursverluste der BVB-Aktien nach dem Anschlag spekuliert. Der Prozess wird aber wohl erst im kommenden Jahr stattfinden. Nun zu weiteren Meldungen aus der Region. Die haben wir für Sie zusammengefasst im Nachrichtenüberblick. Während dieses Glas schon beim Richtfest des Stuttgarter Weindorfs heute den ersten edlen Tropfen abbekommt, warten diese Kollegen hier noch auf ihren großen Einsatz. Es ist alles bereit für die 41. Ausgabe, in diesem Jahr mit neuem Logo. Ab morgen haben die Besucher des Weindorfs am Schillerplatz 12 Tage lang die Gelegenheit, sich durch 500 Sorten Wein zu probieren. Dazu gibt's traditionell Herzhaftes für den Magen. Wohl bekomm's. Oberbürgermeister Werner Spetz hier links im Bild hat allen Grund zum Strahlen. Seine Stadt Ludwigsburg hat nämlich die billigsten Abwassergebühren in Deutschland. Dafür nahm er heute eine Auszeichnung im Ludwigsburger Rathaus entgegen. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hatte die Abwassergebühr der 100 größten deutschen Städte verglichen mit einem Abwasserverbrauch einer 4-köpfigen Musterfamilie. Die zahlt in Ludwigsburg nur 261 Euro. Stuttgart landete mit 388 Euro auf Rang 20. Letzter wurde Potsdam mit satten 911 Euro. Herzlich willkommen zurück. Faustball ist eine klassische Randsportart. Das heißt allerdings nicht, dass Faustball langweilig ist. Vor allem in Süddeutschland ist diese Sportart äußerst beliebt. Der TSV Calw hat aktuell 2 Bundesliga-Teams und in diesem Jahr auch die Europameisterschaft der Frauen und der U21-Union ausgerichtet. Das geht natürlich nur mit viel ehrenamtlicher Arbeit und jeder Menge Begeisterung. Italien, Österreich, die Schweiz und natürlich Deutschland. Das Teilnehmerfeld bei den Faustball-Europameisterschaften der Frauen und der U21-Männer ist klein, aber fein. Deutsche Meisterschaften hat der TSV Calw schon mehrmals organisiert. Die Ausrichtung der internationalen Titelkämpfe ist für die Gastgeber allerdings eine große Herausforderung. Seit der Vergabe der EM im März sind Thomas Stoll und sein Team mit der Organisation beschäftigt. Wir haben den sportlichen Teil übernommen, das heißt die Durchführung und Planung und Durchführung des Spielbetriebs. Wir haben jetzt rund 40 Leute hier alleine beim Spielbetrieb im Einsatz und im Festzelt sind es bestimmt nochmal so viele. Also es steckt schon ein bisschen was dahinter, dass das alles reibungslos läuft. Das erste Punkt für Italien, erfolgreich mit der Nummer 6, Christina Meran. Mit die längste Anreise in den Nordschwarzwald hat Stadionsprecher Sönke Spille aus Brettorf. Der Niedersachse ist für die gute Stimmung bei der EM zuständig. Bin ich Freitag hergekommen aus Brettorf mit dem Auto. Hab gestern noch mal kurz einen Soundcheck gemacht, dass alles klappt. Und ja, dann ist meine Hauptaufgabe so das Wochenende sprechen.
Die Stimmbänder machen das dann hoffentlich mit. Das Faustballpublikum ist schon sehr begeisterungsfähig. Das geht eigentlich relativ fix. Man muss das ein oder andere richtige Lied spielen, dann geht das sofort ab. Und wenn man die ein bisschen animiert, dann klappt das auch ganz gut. Für Annika Bösch und Steffi Dannecker war die Anreise dagegen ein Klacks. Die beiden spielen für den TSV Calw in der Bundesliga und könnten während der EM sogar zu Hause schlafen. Ja, könnten wir. Machen wir aber nicht. Also dieses Teamfeeling und dieses Teambuilding einfach zu machen, schlafen wir alle zusammen im Hotel. Eine besondere Bindung gibt es übrigens nicht nur innerhalb des eigenen Teams. Es ist super schön, wenn wir uns jedes Mal wiedersehen. Auf einem Feld sind wir Gegner, auf jeden Fall, wie in jeder anderen Sportart, aber außerhalb vom Spielfeld sind wir alle super befreundet und das macht die Familie aus. Am Ende haben sich übrigens alle Mühen wieder gelohnt, denn die EM-Titel gehen auch in diesem Jahr wieder an die beiden deutschen Teams. Auch von uns natürlich herzlichen Glückwunsch. Und ich habe vor dem Wetter noch einen kleinen Tipp für Sie. Schauen Sie mal später hoch an den Himmel. Dort gibt es ein Schauspiel, das es nur ein paar Mal im Jahr gibt. Gleich drei Planeten können Sie heute am Sternenhimmel sehen. Jupiter, Saturn und Venus. Aber fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wo Sie die da oben finden. Uns finden Sie morgen ab 18 Uhr wieder hier. Bis dahin einen schönen Abend noch. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir haben noch einen sonnigen und vor allen Dingen sehr heißen Tag vor uns. Das wird der Mittwoch sein, beginnt in ganz Baden-Württemberg mit strahlendem Sonnenschein. Vielleicht ein paar flache Frühnebelfelder, dünne Schleierwolken sind dabei. Es dauert aber schon, bis dann erste Schauer und Gewitter auftauchen über den Vogesen, über den Pfälzerwald. Die ziehen dann im Laufe des Abends langsam zu uns herein, aber werden erstmal nicht alle erwischen. Die Temperaturen vorher sehr hoch für Ende August, 29 Grad im Alb-Donau-Kreis und bis zu 33, örtlich 34 Grad sind es entlang des Rheins. Auch bei uns in der Region Stuttgart ein außergewöhnlich heißer Tag, noch einmal mit Spitzentemperaturen von 33, örtlich 34 Grad am Neckar. Auf den Höhen oben in Richtung Gäu, in Richtung Schwarzwald, da schaffen wir teilweise auch die 30 Grad Marke. Also Straßencafés und Freibäder, die werden wohl proppenvoll sein. Alle wollen noch einmal dieses Wetter auskosten, bis dann gegen Abend vom Schwarzwald her erste Quellwolken auftauchen, wahrscheinlich nach Einbruch der Dunkelheit die ersten Gewitter. Und dann wird es äußerst ungemütlich und nass bei uns, viele Wolken bis einschließlich Samstag, die Temperaturen auf Talfahrt und dann langsam wieder freundlicher und wärmer.